Hallo meine lieben Freunde, schön, dass ihr wieder alle dabei seid. In diesem Video geht es um den Fall von Julia Kürer aus Österreich. Diese verschwand plötzlich am Dienstag, dem 27. Juni 2006. Der Fall hat aber Spuren bis ins Jahr 2021 gezogen. Geboren wurde Julia Kürer am 29. Mai 1990 in Pulkau in Niederösterreich. Nachdem sie verschwunden war, wurde jahrelang nach ihr gesucht. Und erst am 30. Juni 2011 wurde ihr Skelett in einem Keller in Dittmannsdorf, unweit von ihrem Heimatort, gefunden. An diesem Dienstag, dem 27. Juni 2006, als sie spurlos verschwand, wurde sie zuletzt um ca. 13:30 Uhr beim Verlassen eines Busses gesehen. Dann soll sie sich mit drei jungen Leuten unterhalten haben, die aus einem silbernen PKW gestiegen sind. Und danach hat sich dann ihre Spur verloren. Es wurde dann natürlich bei den Ermittlungen überprüft, wo ihr Handy zuletzt eingeloggt war. Und da konnte ermittelt werden, dass dies in der 20 Kilometer entfernten Bezirkshauptstadt Horn war. Dort hat sie die Schule besucht. Die Polizei ging dann davon aus, dass ihr Handy dort verloren hat. Am Wochenende vor ihrem Verschwinden hatte Julia mit zwei Freundinnen das Donauinselfest besucht. Und am selben Abend ist sie dann noch zu einer Motocross-Veranstaltung gegangen. Da Julia aber eigentlich nicht am Motocross interessiert war, ging man dann davon aus, dass sie auf dem Donauinselfest jemanden kennengelernt hat, mit dem sie dann zu dieser Motocross-Veranstaltung ging, beziehungsweise sich dort mit ihm getroffen hat. Und die Suche nach Julia war ziemlich schwierig, denn die Ermittler hatten kaum Anhaltspunkte. Die Medien waren natürlich dabei und haben viel darüber berichtet. Aber es gab keine Hinweise, wo man ansetzen könnte. Und dann im Jahr 2010 gab es erste Hinweise, die in die Drogenszene geführt haben. Dies kam dadurch zustande, dass die zuständigen Behörden gemeinsam mit der Stadt Pulkau in einer gemeinsamen Aktion die Jugendlichen des Ortes dann in die Ermittlungen mit einbezogen hatten. Am 10. Mai 2010 kam es dann im Bezirk Horn zur Festnahme von einer 27-jährigen Frau, ihres 21-jährigen Bruders und ihres 26-jährigen Ex-Freundes. Die Grundlage dieser Festnahme war ein Abhören eines Telefonats aufgrund einer gerichtlich bewilligten Rufdatenüberwachung. Dieses Telefonat wurde am 1. Mai 2000 geführt. Und zwar war es ein Telefonat zwischen dieser 27-Jährigen und ihrem Ex-Partner. Und die Ermittler haben dann den Inhalt dieses Telefonats als Indiz dafür interpretiert, dass die drei Festgenommenen Kenntnisse über Julias Verschwinden haben müssen. Denn im Telefonat wurde von diesem 26-Jährigen unter anderem die Sorge geäußert, dass ein von den Ermittlungsbehörden verhörter Ex-Freund Julias alle verpfiffen habe. Ja, und dann gibt es in den Quellen natürlich mal wieder Unklarheiten. Diesmal geht es um das Handy von Julia. Vorhin hieß es ja, dass sie das Handy vermutlich dort bei der Schule verloren hat. Und dann heißt es hier, das war ein weiterer Grund, warum die Polizei auf die drei aufmerksam geworden ist, beziehungsweise eine Festnahme erfolgte, dass Julia mit ihrem Handy etwa 45 Minuten, nachdem sie zum letzten Mal am Hauptplatz in Pulkau gesehen wurde, in unmittelbarer Nähe zum Wohnsitz der Großeltern des 26-Jährigen eingeloggt war. Und laut der Staatsanwaltschaft handelt es sich bei den drei Personen vermutlich um jene, mit denen sich Julia kurz vor ihrem Verschwinden unterhalten habe. Und laut der anderen Quelle soll sie zu dem Zeitpunkt das Handy nicht mehr bei sich gehabt haben. Dann gab es die Mutmaßung, dass Julia durch eine von ihnen verabreichte Überdosis Drogen, also von den drei Leuten, ums Leben gekommen sein könnte und dass die drei dann ihre Leiche versteckt haben. Und diese Festnahme wurde später vom Oberlandesgericht Wien für rechtswidrig erklärt. Denn der Rechtsanwalt, der den 26-Jährigen vertreten hat, der Johannes Ölböck, sprach davon unangemessener Gewaltanwendung. Also, was war da passiert?
So wurde dann die Tür des 26-Jährigen, den er vertrat, gewaltsam aufgebrochen. Obwohl er sie wohl gerade öffnen wollte. Anscheinend haben die dort geklopft und geklingelt. Und er wollte die Tür gerade öffnen. Und dann ging es schon los. Man hatte sie gewaltsam aufgebrochen. Und der 26-Jährige wurde sofort niedergetreten. Obwohl er bereits mit hochgehobenen Händen dagestanden sein soll. Dann wurde sein Schäferhund-Mischling von den Beamten mit 18 Schüssen aus drei Dienstwaffen getötet. Also, das ist auch schon ziemlich krank. Wenn der Hund angegriffen hätte, wäre das ja vielleicht noch irgendwo nachvollziehbar, aber es ist nirgendwo etwas zu lesen, dass der Hund dann angegriffen hat. Vielleicht hat er gebellt, was vollkommen normal ist, denn ich denke mal, der wollte einfach nur sein Herrchen schützen. Ja, bei den drei Festgenommenen wurden dann synthetische Drogen, darunter auch sogenannte K.O.-Tropfen und eine Gaspistole sichergestellt. Und allen dreien konnte dann trotz diverser Indizien wie Zeugenaussagen, die die Verhafteten zusammen mit Julia gesehen haben wollten, keine direkte Verbindung zum Fall nachgewiesen werden. Und deshalb wurden sie dann wieder freigelassen. Die Ermittlungen führten allerdings mittelbar zur Zerschlagung eines Netzwerks, das Drogen aus Tschechien nach Österreich geschmuggelt hatte. Und dann gab es den Abend des 30. Juni 2011. Und da haben zwei Passanten ein Grundstück betreten. Und zwar von einem Michael K. Die Passanten haben angegeben, dort einen verloren gegangenen Ball gesucht zu haben. Das war zumindest das, was sie zuerst gesagt haben, als man sie befragt hat, weswegen sie auf diesem Grundstück waren. Ja, dieses Grundstück gehörte Michael K. und gegen den wurde dann später auch Anklage erhoben. Und während dieses Prozesses haben die Passanten dann aber angegeben, dass sie dieses Gelände bewusst nach Juli abgesucht haben. Und im Erdkeller fanden sie dort auch Knochen. Und daraufhin haben sie die Polizei alarmiert. Am nächsten Tag konnten die Knochen dann als die sterblichen Überreste von Julia Kührer identifiziert werden. Und am 2. Juli wurde das gesamte Skelett dann von Julia gefunden. Man hat außerdem dann Kleidungsreste und ein teilweise verbranntes Englischlexikon gefunden, sowie Reste einer ebenfalls teilweise verbrannten Decke. Und die Untersuchung der sterblichen Überreste hat dann ergeben, dass sie bereits zum Zeitpunkt ihres Verschwindens im Jahr 2006 gestorben ist. Dann wurde natürlich auch untersucht, ob der Fundort auch der Tatort ist, aber die Untersuchung ergab, Fundort ist nicht gleich Tatort. Und ein Tod durch Fremdeinwirkung konnte bei der Autopsie nicht zweifelsfrei festgestellt werden. Der zuständige Gerichtsmediziner ging jedoch mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit davon aus. Und die ganzen forensischen Untersuchungen, die haben dann so ein halbes Jahr gedauert und im Februar 2012 konnte Julia dann endlich beigesetzt werden. Klar war dann auch, dass man sich da natürlich erst einmal an den Grundstücksbesitzer gewandt hat und das war Michael K., der wurde dann in Gewahrsam genommen. Interessant war dabei natürlich, dass Michael K. im Jahr 2006, direkt nachdem Julia verschwunden war, nach Wien gezogen ist. Wie lange jetzt diese Spanne war von dem Verschwinden, bis er weggezogen ist, das wird hier nicht genau aufgeführt, aber es muss dann schon recht zeitnah gewesen sein. Und Michael K. hatte in Pokrau eine Videothek betrieben und diese galt als Treffpunkt für Jugendliche. Und lag in der Nähe von Julia Kühlers elterlichen Wohnung. Dem damals 50-jährigen Michael K. wurde Interesse an jungen Frauen nachgesagt und einige Indizien, wie zum Beispiel der Besitz eines silbernen PKW, schienen dann auch auf Michael K. zuzutreffen. Dieser Wagen oder ein silberner PKW wurde ja gesehen, als Julia letztmalig gesehen wurde. Und Michael K. hat natürlich alle Vorwürfe bestritten und behauptete, mit dem Fall nichts zu tun zu haben. Er habe Julia nur vom Sehen gekannt. Er vermutete dann, einer seiner Feinde könnte die Leiche auf seinem Grundstück abgelegt haben. Aus Mangel an Beweisen wurde er dann auch nach wenigen Tagen entlassen. Aber am 15. Juli hat dann die Staatsanwaltschaft Köln-Nürnberg eine Beschwerde gegen diese Entlassung auf der U-Haft eingereicht. Dies begründete man mit einem dringenden Tatverdacht und das Oberlandesgericht Wien
hat diese Beschwerde dann aufgrund mangelnder Beweise abgelehnt. Und natürlich wurde dann weiter ermittelt und Michael K. blieb trotz der Freilassung aus der U-Haft der Hauptverdächtige. Natürlich wurde dann auch sein Auto auf DNA-Spuren von Julia untersucht, aber es gab keine. Und im April 2012 wurde dann bekannt, dass eine genaue Analyse der Decke, in der Julia eingewickelt war, eine vielversprechende Spur ergeben hat. Denn bei dieser Decke handelte es sich um ein seltenes Fabrikat, das nur von einer einzigen Firma vertrieben wurde. Und die Ermittlungsbehörden haben sich dann natürlich von einer Überprüfung der Käufer neue Hinweise erhofft. Allerdings, obwohl dieser Prozess noch im Gange war, wurde die Einstellung der Ermittlungen angekündigt. Und im Dezember 2012 ist Michael K. dann erneut verhaftet worden. Denn auf der Decke wurden seine DNA-Spuren gefunden. Die darauffolgende Anklage der Staatsanwaltschaft wurde rechtskräftig. Und dann begann im September 2013 der Prozess gegen Michael K. Und Michael K. wurde dort vor dem Landesgericht Korneuburg schuldig gesprochen. Und zwar wegen des Mordes an der damals 16-jährigen Julia. Und in Österreich gibt es dann ja in solchen Fällen ein Geschworenengericht. Und die entschieden mit 7-1 Stimmen. Und im Fall der Suchtgiftweitergabe mit 8-0. Das Urteil hat der Angeklagte dann regungslos entgegengenommen. Er hat übrigens 20 Jahre Haft erhalten und das war zu dem Zeitpunkt natürlich noch nicht rechtskräftig. Und sein Verteidiger Farid Riffert hat dann umgehend Nichtigkeit und Berufung gemeldet. In dem Urteil bewertete das Schwurgericht die Unbescholtenheit des Mannes als mildernd. Erschwerend waren das Zusammentreffen eines Verbrechens mit einem Vergehen sowie das besonders pietätlose Nachtatverhalten. Also damit meint man dann, dass man versucht hat, Julia zu verbrennen und hat sie dort in diesem Keller abgelegt. Der Anwalt von Michael K. war dann enttäuscht natürlich über den Prozessausgang und insbesondere verwundert über die relativ kurze Beratungsdauer von nur 4 Stunden. Er hatte erwartet, dass diese Mordanklage auf jeden Fall eine längere Diskussion erfordert hätte. Und auch, dass die Laienrichter in der Frage der Suchtgiftweitergabe einstimmig entschieden, hat ihn sehr überrascht. Also er glaubt dann, dass die Geschworenen irgendwie überfordert gewesen seien und eventuell auch das Bauchgefühl eine Rolle gespielt habe. Denn Michael K. als Angeklagter habe eben nicht sehr sympathisch gewirkt. Machen wir mal einen kleinen Schritt zurück und kommen wir zu den Schlussplädoyers von Staatsanwaltschaft und Verteidigung. Der Staatsanwalt Pavle hat sein Plädoyer dann mit Zitaten aus Zeugenaussagen bekommen. Und zahlreiche Medien hätten berichtet, sie seien in der Videothek von Michael K. auf dem Hauptplatz von Pulkau sexuell belästigt worden. Und für Julia habe der Angeklagte auch auffälliges Interesse gezeigt. Am 27. Juni 2006 war Julia beim Verlassen ihrer Schule in Horn zuletzt gesehen worden. Der Staatsanwalt sagte dazu, das Mädchen fuhr mit dem Bus nach Pulkau und ging in die Videothek von Michael K., möglicherweise um sich Drogen zu besorgen. Und dabei muss es passiert sein. Er hat sie belästigt, sie wehrte sich, da schlug er zu. Schließlich betrieb er Kampfsport und nannte sich Mr. Pitbull. Julia wurde nach Meinung des Anklägers zuletzt wohl erwürgt und dann brachte Michael K. die Tote auf seinem Grundstück in Dittmannsdorf, hat die Leiche angezündet und vergrub die sterblichen Überreste dann in einem Erdkeller. Die Annahme, dass ein Unbekannter die Tote auf das stets versperrte und von 2 Hunden bewachte Grundstück gebracht habe und sie dort verbrannte, was eben 2 Stunden gedauert haben muss, wäre lebensfremd und abwegig, so schloss der Staatsanwalt. Und zuletzt verwies er dann auf das für ihn wesentliche Indiz, die DNA-Spur des Angeklagten auf der Decke, in der die Tote eingewickelt war. Das sei dann wohl kaum anders erklärbar als durch den Umstand, dass Michael K. der Täter sei. Und der Verteidiger Riffert hat dann versucht, die Widersprüche in dem Fall aufzudecken. Er sagte, dass in Wirklichkeit vieles unklar sei, sogar der tatsächliche Todeszeitpunkt sei nicht bekannt.
Und auch er befasste sich mit den Zeugenaussagen, die sich im Laufe der Jahre deutlich geändert haben. Und ging dabei ausführlich auf jene Aussage der Belastungszeugin ein, die als einzige dabei gewesen sein wollte, als Julia von Michael K. Drogen gekauft haben soll. Er merkte insbesondere an, dass die nach eigenen Angaben Vertraute von Julia in deren engstem Freundeskreis überhaupt nicht bekannt war. Weiter meinte er dann, dass Pulkau nicht Chicago ist, denn jeder kennt jeden. Und der Anwalt widersprach auch der Behauptung des Staatsanwaltes, nur Michael K. käme als der Täter in Betracht. Er sagt, mein Mandant war oft nicht zu Hause, er hielt sich an allen möglichen Orten auf, nur nicht in seinem Haus in Dittmannsdorf. Und er war nicht der Hüter des Hauses. In seinem Schlusswort sagte Michael K., erst einmal hat er sich da den Worten seines Verteidigers angeschlossen und dann sagte er zusätzlich, dass er keinen Grund gehabt habe, Julia etwas anzutun. Wenn er gewusst hätte, dass er eine Leiche im Keller hatte, dann hätte er sich anders verhalten. So, also Michael K. verurteilt, 20 Jahre und in Haft. 2017, also 4 Jahre später, geht das Ganze dann weiter. Der Anwalt von Michael K. hat dann die Wiederaufnahme des Verfahrens beantragt. Besonders brisant dabei ist einfach der Punkt, dass Julias Bruder den Michael K. bei der Aufnahme oder Wiederaufnahme des Verfahrens unterstützt. Denn es gibt weiterhin Zweifel an der Schuld des Videothekenbesitzers, der eben die Jugend mit Drogen da versorgt haben soll. Zumindest halten sich weiterhin Gerüchte, wonach Julia an einer Überdosis gestorben ist und dann von Bekannten versteckt wurde. Dieses Gerücht, das hält sich tatsächlich wohl dort oder hat sich dort hartnäckig gehalten. Dann gibt es den Punkt, dass der Bruder von Julia K. vielleicht Näheres weiß, denn er hat ein Schreiben an Michael K. ins Gefängnis geschickt und dort stand wohl, habe ebenfalls einen neuen Zeugen aufgetrieben. Ob er auch zu einer offiziellen Aussage bereit ist, kann ich noch nicht sagen. Und sein Anwalt, also er hat den Anwalt wohl gewechselt, jetzt war es der Wolfgang Blaschitz, war dann zuversichtlich. Er meinte, wir finden den oder die Schuldigen. Und Michael K., mein Mandant, hat Julia nicht umgebracht. Im Dorf galt der Fall von Julia Körer dann als längst aufgeklärt. Und dann gab es jetzt neue Verdächtigungen und auch wegen des mysteriösen Verschwindens einer jungen Slowakin, die Pulkau gelebt hat. Dazu muss man wissen, Pulkau ist nicht besonders groß. So 1500 Einwohner und das liegt an dem niederösterreichischen Weinviertel. Was in diesem Artikel noch zu finden ist, ist folgende Information eben, dass Julias Todesursache nie geklärt werden konnte. Das hatten wir ja schon vorher erfahren. Allerdings haben die Gerichtsmediziner herausgefunden, dass ihre Leiche im Abstand von mehreren Tagen zweimal angezündet und dann später in den hintersten Teil des Schachts verbracht worden war und eben eingewickelt in eine Decke, auf der sich die DNA von Michael K. befand. Zu dieser Slowakin, die dort auch verschwunden sein soll, ist im Internet allerdings überhaupt nichts zu finden. Ich habe es jetzt auf mehreren Ebenen versucht, aber dazu gibt es keine Informationen. Aufgrund welcher Grundlage hat der Anwalt von Michael K. dort eben ein Wiederaufnahmeverfahren beantragt? Und zwar unter Vorlage eines BKA-Berichts aus der Zeit, als Julia noch als verschwunden galt und der Ex-Freund Thomas S. damals im Visier der Fahnder gestanden hatte. Die These von Michael K.'s Verteidiger Blaschitz ist folgende. Die 16-Jährige sei bei einer Drogenparty gestorben und im Beisein des jungen Mannes und einige seiner Freunde und in der Folge hätten die Jugendlichen Michael K. einfach die Leiche untergeschoben. Die Ermittler aus dem Fall sagen dann, das wäre Unsinn, denn wie hätten sie denn dreimal an den Tatort zurückkehren und Handlungen an dem Opfer, also es verbrennen, es umlagern, vornehmen sollen, ohne dabei von Michael K. irgendwann mal ertappt zu werden. Und dieses Argument hat für einen der beiden Brüder von Julia keine Bedeutung. Denn er unterstützt ja Michael K. wegen der Wiederaufnahme. Die Ermittler sagen, das Motiv dafür dürfte sein, dass die Familie eine immense Wut auf Thomas S. hat.
Denn er war der Schuldige, dass Julia damit begonnen hat, Drogen zu konsumieren. Und durch ihn war Julia auch in Kontakt mit Michael K. gekommen, der ja dort in seiner Videothek wo gedealt hat. Aber dann kommt doch nochmal einer kurz auf diese verschwundene Slowakin zu sprechen. Und zwar der Pater Jerome Cicero. Michaela, so hieß die Slowakin, war eine ehemalige Verkäuferin in dem Geschäft. Also vermutlich der Videothek von Michael K. Und 2005 soll sie tränenüberströmt zu dem Pater gekommen sein. Sie hatte Angst vor ihrem Chef, der Abscheuliches von ihr verlangte. Und der Geistliche hat sie dann in seiner Pfarrei versteckt. Bis eine Freundin sie abgeholt hat und in ihre Heimatstadt Bratislava zurückbrachte. Und wenige Tage nach ihrer Flucht wurde sie als vermisst gemeldet. Und der Pater hat die Behörden dann darüber informiert. Also wenn ich so richtig verstehe, soll sie dann nach Bratislava zurückgebracht worden sein. Und wenige Tage später wurde sie dann aus Bratislava praktisch vermisst. Dann heißt es da weiter, unsere slowakischen Kollegen, so sagt es ein Fahnder, haben bis heute keinen Hinweis darauf gefunden, was mit der Frau geschehen sein könnte. Ist Michael K. dann eventuell ein Mörder oder sitzt er zu Unrecht in Haft? Das ist natürlich die Frage. Es wurden natürlich auch die Eltern nochmal gefragt, was sie denn jetzt insgesamt von den Arbeitsergebnissen und der Verurteilung von Michael K. gehalten haben. Und da hieß es, dass sie die Arbeitsergebnisse der Polizei und der Justiz nicht anzweifeln. Und was sagt dann Thomas S. zu der geplanten Wiederaufnahme des Falls? Und da hieß es von seinen Freunden, dass er kaum noch sein Haus verlassen hat und es ihm ohnehin seit Jahren psychisch sehr schlecht gehe. Denn der Tod von Julia habe auch sein Leben zerstört. Denn er fühlte sich mitschuldig an ihrem Schicksal. Denn schließlich hat er sie ja damals mit Michael K. bekannt gemacht. Wie ging es dann weiter? Es gab eben zwei Versuche, das Verfahren wieder aufnehmen zu lassen, aber alle beiden wurden eben abgewiesen. Da heißt es, lange kämpfen Michael K. und sein Anwalt Wolfgang Blaschitz um eine Wiederaufnahme im Mordfall Julia Körer. Jetzt wurde der Antrag auch in zweiter Instanz abgelehnt, aber Anwalt Blaschitz will nicht aufgeben. Michael K. bleibt 20 Jahre in Haft, denn eine dritte Instanz gibt es nicht. Das Landesgericht Korneuburg hatte im Juli 2018 als Senat von drei Richtern den Antrag des Michael K. auf Wiederaufnahme des Strafverfahrens und seinen sinngemäßen Antrag auf Hemmung des Strafvollzugs abgewiesen. Zusammengefasst begründete der Senat seine Entscheidung damit, dass die behaupteten Wahrnehmungen der Hörensagenzeugen sich im Wesentlichen in eigenen Überlegungen und Spekulationen erschöpfen und keine neuen Tatsachen oder Beweismittel darstellen, die allein oder in Verbindung mit den früher erhobenen Beweisen geeignet erscheinen, die Freisprechung oder die Verurteilung des Michael K. wegen einer unter ein milderes Strafgesetz fallenden Handlung begründen können. Gegen diesen Beschluss hat Michael K. das Rechtsmittel der Beschwerde erhoben. Aber das Oberlandesgericht Wien hat am 19. März 2019 der Beschwerde keine Folge gegeben und dies im Wesentlichen damit begründet, dass im Rahmen der Prüfung des Wiederaufnahmevorbringens keine einzige Aussage zutage gefordert worden sei, nachdem Thomas S. tatsächlich zugestanden habe, den Drogentod Julia Körer verschuldet oder diesen zumindest wahrgenommen zu haben. Womit die dem Urteil zugrunde liegende Todesursache eines gewaltsamen Ablebens von Julia Körer hypothetisch anders beurteilt werden könnte. Ja, ich vermute mal, dass der zweite Antrag dann mit ähnlicher Begründung abgelehnt wurde. Ich habe dazu jetzt keine direkten Informationen gefunden. Ein aufrührender Fall, muss man sagen. Vor allen Dingen eben, es gibt wirklich beide Möglichkeiten, denke ich mir mal, die irgendwo Sinn ergeben. Bei dem Michael K. war es dann tatsächlich eben der Punkt, dass diese DNA auf der Decke gefunden wurde. Und interessant ist eben auch noch dieses Verschwinden von der Michaela, die bei dem Michael K. dort in der Videothek gearbeitet hat. Also wenn meine lieben Zuschauer oder Zuhörer aus Österreich irgendeine weitere Informationen zu dem Fall haben, dann schreibt mir das bitte mal in die Kommentare. Also ich bin da auch immer sehr neugierig, ob es da noch weitere Informationen gibt, die ich einfach so nicht finden konnte.
Ich bedanke mich bei euch fürs Zuhören oder Zuschauen, je nachdem, wie ihr meinen Content konsumiert. Passt auf euch auf und bis zum nächsten Video. Tschüss.